Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt auf meinem Kanal. Mein Name ist Lexan und wir spielen heute das Spiel Trailmakers. Lass deiner Kreativität freien Lauf und erschaffe eine Vielzahl von Fahrzeugen, mit denen du die Welt von Trailmakers erkunden kannst. Oder du trittst gegen deine Freunde an. Auch im Mehrspielermodus kann man dieses Spiel spielen. Wer ist der schnellste, ausdauerndste oder vielseitigste? Du hast die Wahl. Die Entwickler heißen Flashbulb und das Spiel kam bereits am 18. September 2019 raus. Hier gibt es auch immer wieder Neuerungen und DLCs von den Machern des Spiels. Und ja, wir werfen heute mal einen Blick rein in dieses Open World Fahrzeug-Rätselspiel, wie es sich nennt. Wir gucken mal, was Trailmaker so zu bieten hat. Rein da. Ich gehe mal auf. Also ich werde nicht ins Sandbox reingehen. Ich glaube, da muss man reingehen, wenn man das Spiel schon kennt. Racing ist Käse, wenn man alleine ist so. Und deswegen gehe ich mal auf die Kampagne. Mal gucken. So, wir haben gestrandet. Du bist auf einem seltsamen, fremdartigen Planeten abgestürzt. Erforsche den Planeten, um Altmaterial zu bergen und dein Raumschiff wiederherzurichten. Aha, und hier? Rette die Schirpos vor den bösen Piratenrobotern. Ich bin einmal für gestrandet. War das mein Raumschiff? Oh toll. Okay. Alles schön verteilt auf der Welt, ich sehe schon. Jetzt muss ich wahrscheinlich die Einzelteile wieder zusammensammeln, oder wie? Ah. Okay. Das bin ich. Da unten. Drücke B, um den Bilder zu öffnen. Ja, warte doch mal kurz. Bin ich das? Ach, guck an. Das bin ich. Was habe ich denn für einen krassen Hut überhaupt? Crazy. So, ja. Bilder öffnen. Drücke B, um den Bilder zu öffnen. Huch. Ja, und jetzt? Warte mal. Begib dich zur Startrampe. Ich gehe jetzt erstmal irgendwo hin. So, was ist das hier? Hier bin ich abgestürzt. Muss ich nicht erstmal was bauen? Muss ich da vorne was bauen? Ich gucke erstmal, was die von mir wollen. Ich glaube, ich muss erstmal was bauen. Warum soll ich sonst den Bildersmenü, das Bildersmenü aufbauen? Okay, ich nehme mal das hier. So, hier. Zack. Was haben wir hier? Rahmen. Sehr gut. Das sieht schon mal gut aus. Ich baue jetzt ein Auto, Leute. Also, dann haben wir hier fetten Motor. So. Hier kommen jetzt Reifen ran. Muss mal kurz gucken. Kann ich das irgendwie drehen? Moment. Ich möchte gerne drehen. Nein, nicht das. Nein! So, ich möchte gerne. Warte. Wie kann ich. Hier, warte mal. Kamera rotieren. Ach so, ja, mein Gott. Habe ich das schon gemacht? Hä? So, das hier. Ist das jetzt alles schön? Wie sieht das denn aus? Moment. Sag mal, mach mal weg. Ja.
Wir machen das mal so. Pass auf, ich nehme den Motor mal hier drunter. Da drunter, habe ich gesagt. Ma. Come on. Ich glaube, wenn es grün ist, dann ist es auch nicht, nein. So, jetzt. Jetzt ist drunter. Okay. So, das sieht doch schon mal, sieht aus wie so ein kleiner Laster oder so. Okay, dann machen wir jetzt hier fettes Auto-Reifen-Ungetüm ran. Reifen-Ungetüm. Ja, super. Das ist schief. Das ist immer noch schief. Hallo. Konzentrier dich jetzt bitte. Hallo. Immer noch nicht? Jetzt, wenn es grün ist, sieht gut aus. Okay, dann ist es richtig justiert. Okay, so, dann machen wir hier vorne. Ach, das geht ja gar nicht. Warte mal. Ja, das war... warte mal kurz. Ja, Moment. So. Nein, so nicht. Moment. Schon mal die richtige Höhe. Kann ich denn das so runter machen? So, so ist besser. Und dann. Achso, warte. Ich glaube, ich muss erstmal den Motor hier drauflegen dann. Wir machen das dann so. So. Hier sehe ich jetzt auch den Prinökel, wo der sich festmacht. Okay. Und das hier würde ich jetzt aber so lassen. Oder machen wir den noch ein Stück weiter rein. So. So besser. Weil dann hat er immer die Schnauze vorne. Finde ich nicht so gut. Wir machen mal so. Okay. So. Ist das gut? Okay, das sieht gut aus. Jetzt muss ich hier noch irgendwas machen. Was ist das? Lenkerscharnier. Wo kommt das denn ran? Wofür ist denn das? Dieser Block ist nicht mit dem größten Gebäude verbunden, was? Ermöglicht einen begrenzten Drehwinkel, ideal für Räder. Ach so. Ja, wenn das ein Lenkerscharnier ist... Nee, warte mal. Wo muss das Ding rauf? Hier? Ah, warte mal. Ich glaube, ich muss das... Ist das jetzt gut? Ist mir scheißegal, wo das hinkommt. Mach's hier hin. So. Keine Ahnung, wofür wir das brauchen. Okay. So, Lenkerscharnier. Und dann bin ich, glaube ich, auch durch, ne? Fertig. Farbe ist mir eigentlich relativ lax und jetzt speichern. Tolles Auto. Bauplan Nummer 1. So. Automatisch bauen hätten wir auch machen können. Jetzt habe ich selber eins gebaut. So, und jetzt? Hier sind auch noch 1000 Sachen. Aber ich glaube, wir haben jetzt alles, ne? So. Und jetzt gehe ich, glaube ich, aus B raus. Jetzt habe ich ein Auto. Oh mein Gott.
Und jetzt, ich kann nicht lenken. Kann das sein, dass ich das Lenkerscharnier? Moment mal. Kommt das hin? Hier? Wie geht denn das? Ich mach sonst gleich mal Autobau hier. Wenn ich nicht weiß, wie die Scheiße funktioniert. Raus aus B. Abbrechen, warte mal. Unverbunden. Was heißt unverbunden? So. Keine Ahnung, wo das hinkommt, ne? So, ich guck nochmal. Es dreht sich nicht! Okay, warte. Ich baue jetzt. Automatisch. Wir machen jetzt ein automatisches Auto. Wir gucken uns das jetzt an. Also, ich hab's verkackt. Ich weiß nicht, wo das Scharnier hinkommt. Okay, wir nehmen das. So. Okay, ich guck mir das jetzt ganz genau an. Das machen wir hier hin. Das machen wir vorne hin. Also das... Okay, das ist ja, glaube ich, jetzt auch Rille, ne? Ob ich das so oder so mache. Hier kommt der Motor jetzt rauf. Okay. Jetzt kommt hier vorne so ein Gedöns ran. Okay, sieht aus wie so ein Schaufelding. Hier kommt jetzt das Scharnier hin. Wir brauchen mehrere von denen. Ja, logisch. Und da, ach so, und da kommen die Reifen ran. Ich mache mein Auto gleich nochmal hübsch, ja? Wir speichern das hier natürlich auch. Aber ich will mein Auto nochmal hübsch machen. Das ist ja wohl ganz klar. Okay, cool. Und jetzt? Speichern. Bauplan 2. Speichern. Okay. Jetzt gehe ich hier nochmal rauf. Hier. Laden. Kann ich nochmal bitte... Moment, ich gehe mal raus. Ich will den... Nicht die Beschreibung. Warum lässt er mich nicht arbeiten? Vorlage. Ach, es gibt so richtige Vorlagen hier. Das ist ja auch spannend. Gespeicherte Fahrzeuge. So. Nee, ich will... Hä? Gott, jetzt hat er mir gerade eine Bilddatei geöffnet. Kannst du mir bitte mal sagen... Ich will nicht die Datei sehen. Ich will dieses Kack-Auto bearbeiten. Okay, warte. Dann mache ich den anderen nochmal weg. Dann mache ich den jetzt weg. Lösch den. Tschüss. So. Gehe ich nochmal raus. Und er lässt mich nicht mein Auto bearbeiten. Zack. Und zack. So, und da kommen jetzt die Reifen ran. Mehr habe ich ja nicht. Mehr wollte ich ja nicht, ne? Und fertig ist der Lack. Passt das? So, jetzt überschreibe ich den Quatsch. So. Speichern. Bauplan 2. Speichern. So. Der kann eigentlich raus.
So, jetzt, come on. Können wir jetzt dahin? Ja, jetzt dreht er sich. Stopp. Stopp. Fuck. Oh nein, das darf nur hinten. Ich darf nur hinten diese Dinge haben. Was? Okay, Moment. Das muss weg. Weg. So. Jetzt kann ich den auch bearbeiten. Ist ja nice. So. Okay, nochmal. Speichern. Und raus. Das sieht ja bescheuert aus. Oh Gott, ist das kacke. Die Lenkung ist voll verkehrt rum. Die Lenkung ist verkehrt rum. Dear colleague, ja. If you are hearing this, your cargo vessel has crashed and you have survived. Ja. The corporation will dispatch a rescue ship, but require you to leave the atmosphere of your current planet. Fortunately, your cargo can be repurposed as building blocks. Build a functional spacecraft by salvaging the scattered contents of your cargo. Once you have located a piece of cargo, place it underneath a recovery drone to extract the building block it contains. Please note that not all building blocks will be suitable for the spacecraft, but they can be used for local transportation purposes. Good luck. Sag mal, was habe ich denn jetzt falsch gemacht mit den Rädern eigentlich? Ich glaube, ich baue doch noch mal ein anderes Auto, Leute. Stopp. Ich mach noch mal das andere Ding. Hier aktivieren, Blöcke löschen. So, ich mach noch mal. Moment, wir nehmen noch mal dieses vorgearbeitete Teil, ja? Ich muss noch mal genau gucken, was da gemacht wurde. Warum sich meine Sachen so komisch verhalten? Also hinten haben wir nicht diese Dinge. Wahrscheinlich muss ich vorne die Lenkung reinbauen. Vorne kommt die Lenkung rein. Nicht hinten. Okay. Okay, that's it. So, damit fahre ich jetzt. Okay. Hätte ich das speichern müssen? Moment. Ja, okay. So, jetzt. Ja, jetzt ist normal. Hä, ich hab hinten die Lenkung reingemacht und dann, wenn ich dann nach rechts will, drücke ich ja normal D auf der Tastatur und er geht in die andere Richtung. Also alles verkehrt rum. Okay. So, ich baller jetzt darüber. Hier. Hui. Den muss ich da reinmachen, den Energiekern. Hier in das Cargo-Ding. Habe ich richtig verstanden? Okay. So. This parkour is required for your spaceship. Ja. Und nu? Ein Benutzer Energiekern. Drücke B, um in den Baumodus zu wechseln und ihn zu benutzen. Wo? Wo kann ich jetzt einen Energiekern benutzen? Das ist mir ein bisschen zu wenig Erklärung gerade, ne? Ermöglicht mehr Motoren. Ach so. Aber muss ich nicht. Ich könnte jetzt hier noch einen Motor ranmachen. Okay. Ich speichere mal. Jetzt haben wir noch einen Motor. Okay, gut, weiter geht's. Wow. Hat auch gleich ein bisschen mehr Bums. Huch.
Was ist auf R? Moment. Oh Gott. Wo muss ich hin? Hallo? Wer bist du denn? Ja, hallo. Da oben ist noch ein Energiekern. Okay, wenn wir Energiekerne durch die Gegend schleppen müssen mit unserem Fahrzeug, ist es wahrscheinlich wirklich sinnvoll, vorne so eine Schaufel zu haben, ne? So wie wir jetzt haben. Okay. Stopp. Ich muss wieder da runter, ne? Stopp. Stopp. Moment, wir müssen den Energiekern da runterbringen. Habe ich jetzt so einen Traktorstrahl oder was ist das? Oh Gott, was passiert? Halt! Halt! Alter, ich kann das gar nicht steuern. Also ich gehe mal davon aus, dass wir den da wieder reinmachen müssen, ne? Oh, ey. Ich glaube, der Motor ist zu viel. Okay, er rollt jetzt erstmal runter. Mal gucken, was passiert. Guck mal, wir können den langsamer machen mit unserem Strahl. Hallo? Nein, 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 warte, warte. Oh Gott, warte. Ja, rein da. Wow. Keil 2x1 mal. Was? Okay, okay, okay. Ja. Er speichert irgendwas? Habe ich eine Karte? Nein. Ich weiß nicht, warum er immer will. Keine Ahnung. So. Also ich könnte jetzt auch Sachen bauen. Wo ist der nächste Punkt? Hier oben. Ich sehe doch schon einen. Guck mal da. Wir müssen die immer da runterballern. Die Dinger. Jetzt müssen wir hier runter. Und, ah, hier. Was ist das? Scheinwerfer. Oh Gott. Stopp, 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 stopp. Okay, warte, warte. Können wir langsam fahren? Ist das möglich? Ja. Was passiert, wenn ich hier runterjumpe? Okay, okay, sehr gut. Ich mache so. Und dann werden wir den Scheinwerfer mal da rein verbringen. Rein da. Oh Gott. Ich hätte keinen zweiten Motor. Ich glaube, ein zweiter Motor ist völlig overdosed. Ich glaube, ich nehme den mal kurz raus. Nimm den mal raus. Weg damit. So. Halt. So ist besser. Okay. Lenkung ist so viel besser. Das andere war zu viel. So, okay, let's go.
Come on, rein da. Hallo? Oh Gott. Was tue ich hier eigentlich? Ja! Okay, wir haben Scheinwerfer. Scheinwerfer finde ich ganz nice. Lass mal gucken. Also Aerodynamik, Blöcke, die die Aerodynamik deines Fahrzeugs beeinflussen. Sie können es windresistent und schneller machen. Das finde ich gut. Wo macht man das hin? Hier so? Warte. Eher hier so, ne? Würde ich fast denken. So. Hier auch. Ist das sinnvoll, was ich hier gerade tue? So, dann haben wir hier einen Scheinwerfer. So, und machen wir hier auch noch fetten Scheinwerfer ran. So, guck mal. Toll. Speichern. Was ist los? Was ist mit euch? Dieser Block ist nicht mit dem größten Gebäude ver... Was willst du? Habe ich die falsch angebaut? Ach so, ja, ich verstehe. Warte. Ja, ja, ja. Speichern. Okay, ja, passt. Gut. Alright. Da oben ist schon wieder so ein Kristall. Jetzt haben wir auch ein bisschen Licht hier. Ah ne, von da bin ich gekommen. Warte mal kurz. Ich geh noch mal hier hin. Wie komme ich da hin? Da oben. Doch, ich gehe doch mal dahin. Ich versuche mal hier hochzukommen. Okay, um Berge hochzukommen, musst du natürlich noch einen besseren Motor haben. Guck mal, da ist doch ein fetziger Stein. Und da hinten ist auch noch einer, der vor sich hin springt. Jetzt erstmal dahin. Aber keine Ahnung, ob ich den mit dem Auto... So, warte. Wir müssen den hier so runterschubsen. Mittlerer Schwimmkörper. Oh. Huch. Moment. Ja. So, ich eier hinterher. Kann ich die anderen vielleicht auch schon holen? Weißt du was? Ich mach den einfach mal dahin. Jetzt gucke ich mal, wie ich zu dem anderen da komme. Ich glaube, wir müssen den zweiten Motor wieder einbauen. So, wo war der jetzt? Moment. Dort. Ach, der wird von so einem Käfer festgehalten. Das heißt, den muss ich attackieren oder was? Brauche ich eine Waffe? Ah. Alright, so weit sind wir noch nicht. Und da sind noch weitere Rote. Dann kann ich den auch dahin packen? Kann ich auch dahin? Gehen wir jetzt dahin. Rein da. Ich glaube, ich muss da erstmal hin, ne? Oder?
Wollt er da alleine rein? Passt. Ja. Der wird so ein bisschen angezogen, habe ich das Gefühl. Okay. Mittlerer Schwimmkörper. Das heißt, wir können übers Wasser kommen jetzt. Das ist natürlich nice. Okay, lass mal gucken. Balance. Schwimmkörper. Oder machen wir die lieber so? Und so? Aber da haben wir ja das Problem, dass ich da nicht mehr fahren kann, ne? Das bedeutet, wir müssen die Dinger eigentlich oben drauf setzen. So, und den anderen auch. Dann machen wir hier rauf und drehen den so. Ich mach dann hinten noch so ein Ding ran. Einen zweiten. So. Und so. Look at this. Ob das jetzt schwimmt? Also es wird schwimmen, aber ich befürchte, dass wir vorne auch noch so ein Ding dran machen müssen. So ein, was ist denn das hier? Also Scheinwerfer? Also, dass wir noch einen Schwimmkörper hier ran machen müssen. Ich drehe. So, guck mal. Toll. Das ist gut. Speichern. Also, ich weiß nicht genau. Könnte sein, dass das alles Käse ist. Aber die Reifen müssen ja doch noch ein bisschen weiter überstehen, ne? So. Den hier müssen wir auch noch rüberpacken. Ruhig mal kurz. Was auch immer das ist hier. Großes Scharnier. Aha. Ah ja. Also interessantes Game, muss ich sagen. Du musst halt die ganzen Bauteile dir zusammensammeln. Da gibt es wahrscheinlich auch noch Aerodynamik da hinten, dass du da oben hochfliegen kannst. Du musst die Sachen jetzt hier einfach ja, sehr gut. Nein, fahr wieder hoch! Scheiße. Warte. Runter? Nein. Stopp, stopp. Das ist jetzt gar nicht so leicht. Ich habe jetzt hier diesen Schwimmdingsbums vorne, der wahrscheinlich gar nichts bringt, aber wir gucken mal. Nein, halt. Oh Gott, was machst du denn? Also im Sand fahren ist auch ein bisschen kacke, ne? Wohin da jetzt? Ja. Rotes Scharnier. Keine Ahnung, wofür ich das brauche. Jetzt wahrscheinlich gar nicht. So, dann gehen wir mal hier rüber mit unserem fetten Scheinwerfer. Und dann bin ich ja mal... Ich guck mal, ob ich überhaupt hier schwimmen kann mit.
Ja, aber der... Oh Gott. Müssen wir jetzt unten noch einen Motor machen? Muss ich hier oben... Wie geht denn das? Warte mal, jetzt muss ich mal kurz was gucken. Also. Aerodynamik. Sorgt für Auftrieb im Wasser. Ja, aber... Er kommt ja nicht vorwärts, Leute. Kann es sein, dass mir noch was fehlt? Ich kann mich hier nicht mehr bewegen, ne? Das ist echt Mickey Mouse. Guck mal, da oben ist auch noch ein Stein. Den müssen wir wahrscheinlich erstmal holen. Ja, aber wie kriege ich den jetzt hier? Fahrzeug verlassen. Oh. Ach, das geht auch. Also, okay, gut. Ich muss das anschieben. Oh, hallo. Schieb. Fahrzeug betreten. F. Jetzt. Guck mal, da oben auf dem Berg. Wie komme ich da hin? Da ist bestimmt noch irgendwo etwas, was man nutzen kann, um... Oh, jetzt brauche ich aber wirklich einen zweiten Motor, glaube ich. Um, über Wasser schwimmen zu können. Es ist ja schön, dass wir oben schwimmen, aber wir brauchen ja so eine Turbine oder irgendwas, ne? Könnte ich mir vorstellen. Wie komme ich da hoch? Wo ist hier der Aufstieg? Ich fahre mal hier außen rum. Muss er da irgendwie hochkommen? Und da ist auch noch was. Ich muss auch da erstmal hin. Erstmal hier. Hier, hier ist der Aufstieg. Guck mal. Ja, vorsichtig hochfahren. Ja. Aber wo? Wo war das jetzt? Hä? Warte mal. Wo habe ich das denn gesehen? Ach, hier. Ah. Also müssen wir... hier runter? Einfach? Top. Großartig. Ich laufe da mal ein bisschen schneller. Also warte mal, ich versuche mal ein bisschen vorsichtig hier runter zu fahren. So, warte. Jetzt muss ich den Schnulli ja hier da runterkriegen. Was war das denn? Ach so, es war gar keiner, den ich... Toll. Nein.
Yay. Okay, dann nicht. Hier geht ja nichts kaputt. Alles cool. So, dann fahre ich jetzt mal hier lang. Aber da ist auch noch was Gelbes. Ich brauche auf jeden Fall noch irgendwas für die Schwimmgeschichte. Das kann doch nicht alles sein. Und das sammle ich noch ein. Und der Taler oder so. Ich kann bestimmt Waffen bauen, ne? Den da muss ich abschießen. So, warte mal, lass mal gucken. Zubehör zum Verkauf. Seht ihr die Zubehör? Hallo, so schnell kann ich nicht lesen. Hier, jetzt sieh dir die Zubehörkategorie an, um dein Fahrzeug aufzumotzen. Gewinne Rennen, lalalala. Okay, gut. Ich möchte jetzt gerne eine Waffe haben. Hier, sowas. Wo kann ich eine Waffe kaufen? Verschiedene Lichter? Ach ja, süß. Kannst du also richtig schön dekorieren, so wie du möchtest. Parabolantenne. Gibt es irgendwie so ein Ding, womit ich das zum Schwimmen krieg? Flaggen, Lichter, Details, Auspuff. Ja. Denn unsere gespeicherten. Ich habe hier eine Lampe gespeichert. Das ist ja toll. Vorlage Fahrzeuge. Werkstatt. Blöcke. Aber es gibt keine weiteren Sachen, die ich hier bauen kann. Okay. Ich kann also keine Waffen bauen. Oh. Und weg ist er. Aha. Toll. Folge dir. Folge dir immer noch. Na, guck mal, dann haben wir den hier noch. Kann ich den runterschubsen? Nö. Ja, cool. Okay, also Leute, ich würde sagen, wir haben jetzt einen Einblick gewonnen. Ihr wisst jetzt, worum es geht. Ich auch. Ich muss sagen, das ist halt ein Geschicklichkeitsspiel. Man muss jetzt gucken, wie kommt man da ran. Indem ich rüber springe, maybe. Oder indem ich mir was Längeres vorne dran baue, um den da wegzuschubsen. Ich glaube, ich müsste mir was Langes dran bauen. Irgendwie einen langen Stab oder so. Dann kriege ich den da auch runtergefeuert und kann hier reingehen. Was ist da oben noch? Jetzt muss ich da hinten, ist auch noch so ein Rauchding. Ich will da mal gucken kurz. Ich habe jetzt nicht geguckt, was für ein Energiekern das ist. Ich fahre gleich nochmal hoch. Ich gucke nochmal. Kann ich den nicht selber runterschubsen? Muss ich da actually mit dem Auto hin? Ah, okay. So, ich fahre jetzt hier nochmal kurz hoch. Ich will nochmal gucken, ob ich zu Fuß das irgendwie sehen kann. Ansonsten finde ich unser Auto ganz nice. Da muss ich nochmal hoch. Guck mal, hier brauchst du auch zwei Motoren, ne? Oh, hier ist auch noch ein Energiekern. Ui, stopp. Okay, wir müssen den Kolben. Kann ich den denn per Hand auch runterschubsen? Nee, ne? Baue dein Fahrzeug wieder auf, um Altmaterial bergen zu können. Also ich muss tatsächlich mein Auto immer so bauen. Ich
dass wir entsprechend die Sachen einsammeln können. Also ich würde dann hier einfach irgendwas dran bauen, um den da runter zu stoßen. Verstanden. Okay. So, warte, ich will noch mal kurz gucken, wo der andere ist. Ja. Wir wissen, was das ist. Bei dem müssen wir das ja genauso machen im Prinzip. Wir müssten... Hallo, steck mal aus. Wir wissen, was das ist. Kann ich wissen, was das ist, bitte? Ich kann das nicht runterschubsen. Und er sagt mir auch nicht, was das ist. Das ist ja dreist. Okay, warte mal. Das heißt, wir machen vorne... Den können wir schon mal abbauen, ne? Ich glaube, den baue ich ab. So, weg damit. Wir bauen uns hier sowas hin. Nein. Ja. Sowas. Und da machen wir dann noch, noch einen ran. Den drehen wir. Und kippen den. Machen den so ran. Dann machen wir oben noch einen ran. Kippen den, machen den da ran und drehen den nochmal. Ja. Und dann müsste das theoretisch reichen, würde ich jetzt denken. Dann machen wir halt hier noch einen ran. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein! Stopp. So. Wie eine Ente. Okay. Im Prinzip drehen wir das jetzt hier um. Nein, stopp. Nein. Boah, es sind wieder zu viele Motoren jetzt, ne? Es sind wieder zu viele Motoren. Stopp. 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 Okay, der ist nicht hoch genug. I see. Er ist nicht hoch genug. Okay, wir müssen den... Den hier weiter hochsetzen. Machen hier nochmal einen dran. Drehen das Ganze. So. Und nein. Ja, so. Nein, fast. Hier noch einmal drehen. So, zack. Ja, sehr, sehr gut. So. Nein. Ja. Nein. Hä? Was machst du denn? Ja. So, und du kommst nach oben. Hier so. Okay, speichern. Ja. Perfekt. Hinsetzen. Versuche. Digga. Stopp. 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 Wir machen da jetzt noch ein, wir machen den noch ein Stück höher. Den. Eine Etage höher. Hier noch den dran. Einmal drehen, bitte. Zack. Ja. Ist das schon ein Spiel? Hä? Okay. So, jetzt aber. Komm. Ich hasse dich. Nein. Nicht dein Ernst. Du dreckiges Kackteil. Okay. Das, ich weiß nicht, ob das hier resettet wird. I don't know. Ich probiere hier nochmal kurz den wegzunehmen. Das ist ja assi.
Der hätte einfach runterrollen müssen. Hat er aber, ist er aber nicht. Was soll das denn? Oh. Ich habe, glaube ich, leichte Gleichgewichtsstörung mit meinem. Also ich falle vorne um. Über. Also ich glaube, das ist zu hoch. Hallo. Ja, sehr gut. Das natürlich, okay. Ja, reicht dann auch. Leute, ich würde sagen, das war das angespielt für heute. Es macht Spaß. Es ist lustig. Ich muss wirklich sagen, das macht Spaß, das hier durchzuprobieren. Ich denke schon, dass es dem einen oder anderen gefallen wird, dieses Game. Das macht wirklich Laune. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart bei Trailmakers hier heute. Und ich freue mich auf das nächste angespielt. Macht's gut. Tschüssi.